Diesmal mit beiden Händen. Und willkommen zurück bei Let's Play Obscuritas. Letztes Mal hatten wir wieder eine tolle Begegnung mit den Geisterhunden. Warte mal kurz. Das ist zu hell. Nee, schöne Begegnung mit den Geisterhunden. Und jetzt sind wir durch das Stargate wieder zurück hier in die Villa teleportiert worden. Und hier wird es mit Sicherheit wieder spaßig. Ich lag mit all meinen Berechnungen richtig. Das Portal hat mich wieder zurückgebracht. Allerdings scheint der Übergang noch offen zu sein und somit konnte auch einiges andere mit in unsere Realität gelangen. Ich muss den Übergang schnellstmöglich wieder verschließen. Toll, was ist wohl mit rüber gelangt? Wahrscheinlich die Geisterhunde, hm? Und ich glaube, hier werde ich mich gleich nochmal richtig einscheißen. Ah, wir können es nicht wieder einmal. Das ist schön. Das ist schön. Hallo, miau. Was war das denn für ein Sarah? Nee, hier wird gleich wieder wahrscheinlich ordentlich gepine-view-drived. Und das, finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn es schon echt fast wie eine Kopie ist, ist es schon ganz cool. So, und er macht doch gleich hier seinen hässlichen Kopf nach oben und erschreckt mich. Braucht man eigentlich so viele Uhren im Haushalt? Muss das sein? Eigentlich nicht, ne? Verschlossen. Ich will das Licht anmachen hier irgendwo. Streichhölzer. Yay. Streichhölzer, aber keine Kerzen. Das ist das Beste. So, ich habe einen Schlüssel, der aber nirgendwo passt. Habe ich so das Gefühl. Welche Tür soll der Schlüssel sein, um Himmels Willen? Fängt ja schon gut an. Yay, schön! Hä? Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Vielleicht für hier irgendwo? Nö. So, hier schon mal nicht. Dann geht's hier weiter. Das ist abgeschlossen. Hier ist offen, da ist aber auch nichts. Auch kein Schrank oder so, den wir öffnen können. Zu. So, ja, war das. Brauche ich hier für die Springfunktion oder so? Nö.
Ja, keine Ahnung. Spiel vorbei. Warte mal, ich hier... Ah, nee, warte mal. Wenn ich hier rausgehe... Kann ich aber nicht. Dann komme ich auf der anderen Seite von diesem... umgefallenen Regal raus. Vermutlich... Vermutlich liegt hier irgendwo noch ein Schlüssel rum, den ich übersehen habe. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann. Stellt sich mir nur die Frage, wo. That's the question. Gib mir einen Schlüssel! Ach man, Leute. Ah, es ist einfach schön. Könnte ich den ganzen Tag machen. Meine Motivation ist schon wieder... Ah. Ich bin so motiviert, das jetzt hier zu machen. Das glaubst du gar nicht. So, hier draußen ist schon mal kein Schlüssel. Oh Gott, ist das bescheuert. Hier ist eindeutig auch keiner. Ich... Vielleicht hier auf dem Stuhl irgendwo hat den einer ausgepresst. Nein. Hat ihn niemand ausgepresst. Hier geht auch nichts. So, jetzt hier. Ja, ich habe jetzt nur auch genug Glück geguckt. Ah, oh, oh, warte mal. Okay. Boah, gleich. Gleich haben wir es. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Um ehrlich zu sein. Ja, Sarah würde jetzt gerne mal weitermachen, da ist er doch. Tun die Augen schon weh? Ah, Mann, für welche Scheißtür wird die hier? Yay, Batterien! Noch ein Schlüssel. Wow. So, jetzt das hier nicht, aber da. Hinter dieser Tür, wenn wir ernsthaft noch ein Schlüssel. Der passt jetzt hier. Dann sind wir hier dahinter und freuen uns. Hier. Oh Mann. Yippie. Boah, es ist schon fast ein Tacken zu dunkel. So dass ich ja hier schon kaum was sehe.
Einschnitt. Gut, also ich merke mir jetzt, ich muss mich in jedem Raum wirklich sehr, sehr gut umsehen. Ist ja auch lustig. Seit wann gibt es hier Türen, in die man gar nicht rein kann? Das ist sehr merkwürdig. Oh. Sonst man weiß es und man erschreckt sich trotzdem. Ist da ein Schatten? Oh ne, die Oma. Warte mal, wenn ich jetzt die Oma angucke. Ich erinnere mich da an dieses Wesen aus Pineview Drive, was aus dem Bild kam. Wo ich mir auch beinahe in die Hosen gekackt hätte. Die Streichhölzer lassen wir jetzt erstmal liegen. Die nehmen wir dann mit, wenn wir unsere aufgebraucht haben. So, komm, wo ist der nächste abgefahrene Schlüssel? Okay, es ist einfach ein Raum, der in dem nichts ist. Aber wo brauche ich jetzt einen Schlüssel? Ah, oh, nee! Es hat sich verändert. Ich wollte nur die Streichhölzer mitnehmen. Hier ist zu! Nein! Lass mich raus! Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Verdammte Nase. Oh, natürlich. Ist ganz klar. Jetzt sitzt er da am Klavier. Ich würde jetzt wirklich gerne hier irgendwie rauskommen. Ja, danke. Natürlich, das ist, ich muss jetzt einfach hier hin und her laufen, bis mich der kleine Puppenmann erschreckt wahrscheinlich. Das ist der Sinn und Zweck jetzt hier. Jetzt ist natürlich hier auch dicht. Wie komme ich jetzt hier weg? Oh Mann! So langsam reicht's. Lasst mich jetzt hier raus. Muss ich wieder irgendwas Kryptisches tun? Muss ich hier durchs Fenster gucken? Ah, wie geil! Guck mal, hast du es gesehen? Das war cool. Geht das nochmal? Schade. Warte mal. Bin ich hier so? Ah, war das cool. Jetzt sitzt er wieder da. Ja, ja.
Komm, ich mach dir mal die Klotze an. Jetzt ist er wieder weg. Hm. Boah, Leute. Ja, ich weiß, dass hier die Türen verschwinden. Das ist total gruselig und jetzt würde ich aber auch gerne jetzt dann mal hier irgendwas erreichen. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich hab keine Ahnung. Oh ja, endlich. Oder braucht Zeit. Oma! Warte mal, geht das nochmal? Glück gehabt. Hier die Tür, die wir nicht öffnen können. Muss ich jetzt zurück? Wartet kryptischer Scheiß auf uns? Oder was? Ich will nicht an der Oma vorbeigehen, ne? Alles klar. Batterien. Und ziemlich viele Streichhölzer. Okay. Oh nein. Nein, nein, nein. Kein Gefängnis. Hier kommen bestimmt wieder die Hunde. Mit ziemlicher Sicherheit. Oh Gott. Diese Büsten sind ja schon so ein bisschen, ne, gruselig. Ich guck sie gar nicht an. Don't look at them. And don't look at the Oma. Okay. Ja, verschlossen. Verschlossen, alles klar. Oh, Licht. Wow. Wie kann man sich nur so viele Omas in die Zimmer hängen? Das ist mir ein Rätsel. So, hier muss eigentlich ein Schlüssel sein. Was war das?
zwar neu. Schlüssel. Bitte. Bring mir den Schlüssel. I really don't know. Ach krass, jetzt okay. Hä? Ja. Schön. Hm. Jetzt muss ich das wahrscheinlich noch so ein paar Mal ertragen, dass sich hier alles verändert und dann muss ich das ganz toll finden. Und am Ende sind wir dann rüber gewechselt. So, nochmal, komm. Gehen wir mal hier, gehen wir mal die Betten wahrscheinlich. Tralali, tralalu, tralala. Kurz einen Schlüssel auf dem Tisch gesehen. Ja, ja, hast du. Das war ein Schlüssel, Madame. Für keine dieser Türen, sondern für diese. Jawohl. Es werde Licht. Das ist cool gemacht. Jetzt warte mal. Warten nochmal auf so eine Halluzination. Hier war, glaube ich, keiner. Vermutlich, ich bleib mal gerade hier. Dann bleiben wir mal hier auf dem Betten vielleicht. Oh, anders hinsetzen. Oh, 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 oh. Hier steht kein Heizkörper. Ich guck da nochmal da. Das ist eine ganz coole Idee. Warte mal, vielleicht. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht hier. No. Nochmal hier? Nee, glaube ich nicht. Okay, so kann ich hier auch nicht öffnen. Ach doch! Oh oh, gleich sind wir. In der anderen Realität gefangen. Ha! Hab ich dich! Komm, wechsel! Das ist gar nicht so schön. Dann hier, ne? Und jetzt raus. Boah, ist das mies. Hier, ne? Scheiße. Dann hier. Ja. Jetzt haben wir hier gleich noch einen Schlüssel, oder? Boah. Das war mies, fand ich.
Schlüssel. Eine riesig ekelhafte Sp... Ah. Leute, ey. Noch ekelhafter ging's ja auch nicht. Hä? Ah, there is the key. The key to the gate. So ein bisschen nervig wird's ja jetzt schon. Übertrieben. Also, dass jetzt hier in jedem Raum so ein bescheuerter Schlüssel... so ein bescheuerter Schlüssel liegt. Ja. Zeugt von Kreativität auf jeden Fall. So, hier der nächste Schlüssel. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Licht. Ah, schön. Was soll ich jetzt tun? Und warum? Warum flackert meine Taschenlampe jetzt schon? Hä? Oh! Oh! Jetzt lass mich hier raus! Reicht. Die Inneneinrichtung verschwindet. Oh. Oh mein Gott. Alles verschwindet. Gleich ist nichts mehr im Raum hier. Ich muss es einfach nur noch... Es verschwindet wirklich alles, das ist witzig. Cool. Und gleich ist der Raum wirklich leer. Aber es dauert lange und ist ein bisschen nervig auch. Sind die Uhren verschwunden?
cool. Oh nö. Verschwinden die Fenster! So, und gleich erschrecke ich mich. Gleich kommt ein Jumpscare. Oder ich muss jetzt wieder irgendwo stehen. Damit ich jetzt nicht zerquetscht werde von den Wänden oder so. Huch. Danke. Jetzt darf ich endlich auch weiter. Habe ich wieder was verpasst? Ich verpasse immer Dinge. So. Ich glaube aber, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Der Spielstand wurde gespeichert. Wir machen eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.